Das erste Nachkriegsländerspiel im Praterstadion sah Frankreichs Elf als Gast der Österreicher. Trotz schlechten Wetters kamen zahlreiche Ehrengäste und 55.000 Zuschauer. Die französische Mannschaft. Die österreichische Elf. Das Spiel stand vom Anstoß weg im Zeichen des klassischen Wiener Fußballs. Die Franzosen versuchten durch Schnelligkeit das Spiel an sich zu reißen. Sie schossen auch das erste Tor. Doch dann ging Österreich klar in Führung. Drei Tore von Decker, eins von Neumer stellten das Schlussergebnis von 4:1 sicher. Damit hat sich Österreichs Fußball gleich in seinem ersten Länderspiel wieder durchgesetzt. Das war das erste Länderspiel Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Österreich-Ungarn im Wiener Stadion 1946. Ungarns Sturm mit Csipos, Niersch und Puskas greift an und der Austria-Torhüter Spale zeigt seinen Fans, dass er in Hochform ist. Links außen Neumer bricht durch, gibt den Ball zur Mitte. Karl Decker übernimmt und schießt ein Tor für Österreich. Die Aktionen der ungarischen Abwehr wurden seinerzeit als überaus hart empfunden. Im ungarischen Sturm hingegen wurde an diesem Tag ein Star geboren, Ferenc Puskas. Zur Pause führte Ungarn mit 2:1. Ein Sieg des sogenannten Erbfeindes schien sich wieder abzuzeichnen. Doch in der zweiten Halbzeit kommen die Österreicher auf. Pass zu Hannemann. Dann trifft die Österreicher ein schwerer Schlag. Karl Decker muss wegen einer Verletzung ausscheiden. Ernst Melchior, sie haben ihn damals den Gescherten genannt, weil er aus Kärnten kam, gleicht aus. Es steht 2:2. Diesen Ball hält der ungarische Torhüter Csikós. Doch dann kehrt Karl Decker wieder aufs Feld zurück und schießt das entscheidende Tor. Österreich siegt mit 3:2. Zwei Tore hat Karl Decker geschossen. Das Länderspiel Österreich gegen Ungarn war ein sportliches Ereignis großen Formats. Das Wiener Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt. 60.000 Zuschauer sahen klasse Fußball. Aufstellung der beiden Mannschaften. Österreich, weißes Hemd. Bundeskanzler Fiegel begrüßt die Spieler. Die Platzwahl gewinnt der österreichische Mannschaftskapitän Binder. Das Spiel beginnt mit dem Anstoß der Ungarn. Sofort ist die Atmosphäre eines Länderspieles da. Passspiel im Mittelfeld wechselt mit gefährlichen Angriffen beider Sturmreihen auf die Tore. Österreichs Torwart Musil wehrt großartig ab.
23. Minute schießt Körner 2 das erste Tor für Österreich. 7 Minuten später gelingt Hahnemann das zweite Tor. Doch dann holt Ungarn auf und geht sogar mit 3:2 in Führung. Ein Strafstoß von Binder. Ungarns Torwart lenkt zur Ecke ab. In 25 Minuten vor Schluss gibt der Schiedsrichter einen Elfmeter für Österreich. Binder verwandelt sicher, es steht 3:3, das Spiel ist auf dem Höhepunkt. Da eine Flanke von Melchior zur Mitte, Binder köpft ein, das Spiel steht 4:3. Ein verdienter Sieg Österreichs über einen großen Gegner. Vor 60.000 Zuschauern trat Österreichs Elf im Wiener Stadion gegen den Weltmeister Italien zum größten Länderspiel des Jahres an. Während sich die italienische Mannschaft auf erprobte Könner stützte, standen in Österreichs Elf mehrere neue Nationalspieler. Ein Handschlag der Mannschaftskapitäne. Italien hat Anstoß und beherrscht zunächst das Feld durch große Schnelligkeit. Nach einigen gefährlichen Situationen vor dem österreichischen Tor kommt in der 24. Minute die Wendung. Körner verwandelt einen Freistoß. Nun feiert die klassische Wiener Ballschule wahre Triumphe. Italien spielt jetzt härter. Freistoß für Österreich. Brinek schießt unhaltbar ein. Mit 3:0 für Österreich geht es in die Pause. Nach Wiederbeginn zieht Italien alle Register seines Könnens. Aber Österreichs Hintermannschaft steht wie eine Mauer. Österreich wird wieder überlegen. Hier schießt Brinek das fünfte Tor. Italien erzielt in der letzten Minute den Ehrentreffer. Ein großes Spiel und der größte Erfolg Österreichs seit Jahren. Vor 60.000 Zuschauern begegneten sich im Wiener Praterstadion die Fußballnationalmannschaften von Österreich und Ungarn. Vor Beginn des großen Kampfes werden die beiden Mannschaften durch die Minister Dr. Hurdes und Dr. Göre herzlichst begrüßt. Selbstverständlich auch der Prager Schiedsrichter Wilczek. Dieser nimmt nun die Platzwahl vor und Hahnemann, der Kapitän der Österreicher, gewinnt das Los für Österreich und damit den Anstoß für Österreich. Und schon ist dieser durchgeführt. Epp gab den Ball zu Wagner und Wagner hat den Ball nach vorne gegeben und von der rechten Seite gibt es nun den ersten österreichischen Angriff. Aber Kisch später, der Stopper der Ungarn, hat abgewehrt. Nur kurz waren die Angriffe der Österreicher am Beginn und Ungarn kam allmählich immer besser in Fahrt. Und Ungarn schoss auch das erste Tor und zwar in der 16. Minute durch Sousa 1:0 für Ungarn. Zweifel sind die Zuschauer. Österreich ist 1:0 im Nachteil, aber die Mannschaft kämpft verbissen. Oswirk hat den Ball zum linksaußen Körner gegeben, Körner zu Hahnemann und der ungarische Torhüter hat viel Arbeit. Jetzt hat er abgewehrt und da ein Tor von Melchior. 1:1 steht das Spiel. Österreich hat ausgeglichen und die Zuschauer jubeln jetzt. Und wieder wehrt Hände der ungarische Torhüter ab. Und da gibt es einen schweren Zusammenstoß im Strafraum. Epp liegt am Boden, er windet sich vor Schmerzen und muss vom Feld getragen werden. Für ihn springt Peppi Stroh, der alte und gute Austria-Verbinder, ein und das Spiel geht wieder weiter. Doch bis zur Pause gibt es nichts mehr am Ergebnis, es bleibt bei 1:1. Und nach Seitenwechsel sind die Ungarn wieder groß da, Deák im Innendreo und schießt ein auf 2:1 für Ungarn. Jetzt
hat Seemann abgewehrt, die Ungarn sind wiederum in Angriff, Mikolas rettet auf der Torlinie und nun gehen die Österreicher zum Gegenangriff über, Prinek bricht in der Mitte durch, treibt den Ball nach vorne und da wird ein österreichischer Stürmer im Strafraum gelegt. Es gibt einen Elfer gegen Ungarn. Pfui ruft das Publikum, aber jetzt schreit es Bravo, denn Wagner hat zum Ausgleich eingestanden und es steht 2:2. Er wird von seinen Kameraden beglückwünscht zu diesem schönen Schuss und Österreich darf wieder hoffen, das Spiel zu seinem Sieg zu gestalten. Hart ist nun der Kampf und da ein schweres Foul an Zeemann von Dejak. Zeemann windet sich am Boden, die Zuschauer protestieren heftig gegen den Verstoß des ungarischen Mittelstürmers, aber Zeemann kann nach wenigen Minuten weiterspielen, das Spiel nimmt seinen Lauf. Und da ist es schon wieder Melchior am rechten Flügel, der durchläuft. Zwei gegenüber spielt zur Mitte zentert und Körner schießt in den leeren Kasten. Und Österreich hat das Spiel 3:2 gewonnen und damit die ersten Punkte für den Europacup an sich gebracht.